Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play-Kanal. Ich bin der Broken10 und wie ihr sehen könnt, ich habe einen Replay dabei von dem Schlawiner123, von dem Clan Minus Taco in seiner IS6. Erstmal, die letzten zwei Tage kam kein Video, ich war auf Orchesterfahrt mit meinem, ihr wisst ja, ich spiele Horn, oder manche wissen das, ich spiele ein Instrument. Und schulisch müssen wir da ab und zu mal Orchesterfahrt machen, um zu üben und so, das geht dann über zwei Tage mit Übernachtung. Genau, ich habe sehr, sehr viele schöne Replays von euch gekriegt. Finde ich auch sehr, sehr schön. Schickt gerne mal wieder welche ein. Unten meine E-Mail-Adresse. Und genau, ich fand auch sehr, sehr schön, dass ich euch relativ gut geholfen habe mit dem Panzerkampfwagen 7. Der Moritz hat mir eine gute Rückmeldung gegeben, dass er gesagt hat, er fand es gut, dass ich das gesagt habe, weil er nicht wusste, wo er hinschießen musste. Vielen, vielen Dank. Beziehungsweise bitte, bitte. genau. Ja, und wir schauen uns jetzt einfach mal das Replay von dem Schlawiner123 an. Ich habe mir eben das Video, oder beziehungsweise ich wollte eben ein Replay aufnehmen, das mit dem YouTube Firestorm, mit seinem KV3. Problem ist, ich muss einfach nochmal kurz mit ihm darüber reden. Zu Verständnis, ist ein bisschen komisch gewesen. Beziehungsweise ein bisschen sehr komisch. Und ich weiß noch nicht, ob ich das zeigen werde. Mal schauen. Aber wenn ihr gute Replays habt, immer gerne einschicken. Wie gesagt, und wir sind jetzt Schlawiner123 in seiner IS-6. Sehr gut gepanzert, nicht viel Durchschlagskraft, 275, na, es geht. Ich bin einfach mal gespannt. Okay, er hat kein APCR mit, das ist schon okay, kann man machen. Ich würde aber definitiv APCR mit der IS-6, ich würde da andersrum machen, 5 HE-Granaten und den ganzen Rest würde ich APCR nehmen, weil die IS-6 wirklich mit den Pen-Problemen hat, also wirklich Durchschlagsprobleme, wirkliche. Also, wäre der Type 4 im Gegnerteam. Ist jetzt nicht so geil. Genauso im KV4, also der hat da, ich würde da ein paar APCR-Granaten mitnehmen, nur so als kleiner Tipp. Da kommst du auch ein bisschen besser durch. Na gut, 10er kommt da ja nicht, kommt ja nur 9er höchstens, ist ja ein Special Matchmaking-Panzer. Okay, wie hat er jetzt genau gezielt? Okay, hat gebuggt. Replay-Bug. Entschuldigung. Ihr müsst mich nur noch ein bisschen entschuldigen, falls ich mich räusper oder so. Ich bin ein bisschen erkältet. Kleines bisschen. Mal wieder. Oh! Hat er ihm einfach durch die Kuppel oben durchgeballert. Ei! Hier ist 3A, prallt ab. Ja, das ist ja bekannt für den. Die IS-6 hat ja eine schöne Panzerung. Deswegen auch immer zu empfehlen, diesen Panzer als ersten Zehner, weil er sehr viel verzeiht, sagen wir es mal so. 403. Man sieht es auch, prallt ordentlich ab. Ist auch ein sehr schöner Panzer, muss ich sagen. Und, nur mal so, warte mal, ich gucke nochmal ganz schnell, wie viele Teilnehmer wir schon für das Gewinnspiel haben. Ich habe mir einen Zettel rausgesucht. Wir haben 13 Teilnehmer fürs Gewinnspiel. Ja, noch ein bisschen ist Platz. Aber nur die kommen mit, die noch einen Platz finden. So. Ach, schade. Und? Oh, schade. Aber man sieht, ich hätte echt nicht gedacht, 175 Pennen bei einer Kuppel vom T34 reichen. Hat er wirklich Glück gehabt. Ich habe sehr, sehr, sehr viele schöne Replays von euch bekommen. Von Moritz habe ich eins. Ich habe so einige. Wie gesagt, wenn ihr auch mal als Video hier auf meinem Kanal erscheinen möchtet, da seht ihr, es ist gebounced, könnt ihr gerne unten an meine eingeblendete E-Mail-Adresse broken10replays@web.de gerne Replays einsenden. Das Tutorial, wie man Replays macht, habe ich auch gemacht schon. Das müsste bei It's Tutorial Time sein. Schade. Da hätte ich sogar HEL vielleicht sogar geladen, aber da er zwei Ohos hinter sich hat, passt das eigentlich. Ganz. Sekunde mal. Ein ganz, 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 ganz böser Fehler. Das muss ich mal. Er hat jetzt zwar Glück wahrscheinlich, aber das muss ich nochmal ganz kurz euch nochmal zeigen. Es ist zwar nicht schlecht, dass er das macht, aber. Naja, ich lasse es ein bisschen laufen jetzt. Die T34 stirbt gleich. So,
Wir gucken mal. Hier auf der Seite steht ein Striff. Nee, Quatsch. Ein T49, ein Rev. Also M41 Ravioli. Wie der Paul das gerne nennt. Und ein Striff S1. Das bedeutet, wenn ihr hier gekettet werdet, an diesem Punkt, könnt ihr euch easy rausnehmen. Er hat jetzt wahrscheinlich Glück. Schuss geht in die Kette. Er repariert. Fährt weiter. Aber hinter ihm ein 1390. Ein T-34-3. Gott sei Dank achtet keiner auf ihm. Und Gott sei Dank hat er hier noch einen Wrack. Jetzt guckt er aber nach da. Sehr, sehr gut gemacht. Schade. Aber trotzdem hat er gut gemacht. Ja, nur ein kleiner Tipp, dass ihr ein bisschen aufpassen solltet, dass ihr nicht einfach rausfahrt wie die Jodelkönige. Da kann es mir ganz schnell vorbei sein, weil ich stehe da oben nämlich immer mit meiner Grille. Und diese ganzen E100s und Maus und alles, was da so lang jodelt, das kriegt von mir immer einen Schuss mit. Also passt hier ein bisschen auf und schickt lieber eure Teamkameraden vor. Nein, ich sag euch nur, passt ein bisschen auf. Ja, trotzdem kann man da eigentlich nichts falsch machen mit. So, er fährt jetzt weiter. Genau. Ein AMX 50 120. Aua. Na. Schade. Na, die russischen Kanonen sind nicht unbedingt sehr, wie sagt man, sehr genau. Um es mal so auszudrücken. Ah, dafür hauen sie dann halt den Damage raus. Also das macht's dann wieder wett. Wenn ihr trifft, wenn man da trifft, dann macht's Aua. Und jetzt der guckt gar nicht auf ihn. Genau, einfach ruff da. Ja, genau, wenn es in Nahkampf geht, ist das easy. Aber wie gesagt, nehmt ein bisschen HE raus. Oder, also jetzt bis jetzt habe ich dich noch nicht mit HE schießen sehen. Also hättest du jetzt sehr, sehr oft HE geschossen, hätte ich das verstanden. Wenn die meiste Zeit mit HE spielt oder mit einer HE-Kanone spielt, dann ist das ja völlig verständlich. Aber vielleicht so. Aber kannst du natürlich auch selbst entscheiden, wie du es möchtest. Das ist nur ein kleiner Tipp. So, AMX 50 120 haut ab. Hat keinen Bock mehr. Kurz was getrunken. Die Kehle ein bisschen befeuchten. Der 50 120 macht den Fehler. Bleibt hier hinterstehen. Lässt sich einen einschenken. Er denkt wohl wahrscheinlich erst ein T-34. Oh! Striff S1 ist gebounced. Der Striff S1 ist gebounced. Wow. Der hat auch die Mörderdurchschlag. Den Mörderdurchschlag. Also, da müsst ihr euch aufpassen. Vor allem kriegt er den nicht so schnell auf. So, es sind jetzt 3 Panzer übrig. Na, da seht ihr das. Da geht's schon los. IS-6 ist weg. Striff S1 ist offen und ist beschießbar. Oh, schön durchgekommen. Da braucht er dann zum Beispiel kein Gold. Ist ja auch klar, ist ja ein Striff, der ist jetzt nicht so mörderhaft gepanzert. Au. Au, die Arti. Achso, für die Leute, die den Panzer 1C mochte, also gemocht haben oder noch mögen. Spielt den mal, ihr werdet neuerdings Matchmakings haben. Also ich habe jetzt in 5 Gefechten 2 Meister gehabt. Das Teil macht einfach nur eine Laune. Und. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Da schön rausgenommen. 2800 Damage. Scorpion ist wahrscheinlich irgendwo da oben. Und die Arti gammelt da auch noch rum. Da ist sie. Oh, da hat er sich noch einen einschenken lassen. Und der Stun-Modus mal wieder. Ach, man liebt. Wer liebt ihn denn nicht, den Betäubungsmodus? Jetzt kommt sie, kommt die Arti und will ihn rammen. Wow. Wow. Bumm. Er hat HE benutzt. Er hat HE benutzt. Sehr schön, aber seht ihr, dafür ist HE gut. Aber die Möglichkeit, dass mal 12 Artis in einem, dass es mal 12 Artis in einem Game gibt, ist auch nicht so hoch. Also habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Außer im Teamgefecht, also Teamübungsgefecht. Und jetzt macht er es auch richtig. Er hat HE geladen für den Scorpion G, aber der Type capped durch. Und der Oho, oh, der Oho zerstört ihn sogar noch.
Ja, dann schauen wir jetzt mal die Auswertung. Also wirklich sehr schönes Gefecht. Aber wie gesagt, pack ein bisschen HE raus. Ich glaube nicht, dass du so viel brauchen wirst. AP ist da schon wichtiger. So. Auswertung. Erste Klasse, Shellproof, Duelist, Firepower Effect, Steelwall. Er hat 3304 Schaden gemacht. Ja, sehr, 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 sehr schön. 18 Schuss abgefeuert, 11 getroffen, 9 durchgeschlagen. Ja, 18 ist klar, also ist auch ein bisschen klar, ist eine russische Kanone. Ja. Damage Block bei Armor 2190. Also sehr, sehr stark. Hat er wirklich einiges abgeprallt und 58.000 plus gemacht. Mit Premium-Konto 90.000. Aber braucht man ja nicht. Genau. Ein sehr schönes Replay. Vielen Dank, dass du es mir eingesendet hast. Ihr könnt mir immer gerne weitere einsenden. Wisst ihr ja, ganz unten ist meine Replay-E-Mail-Adresse Broken10. Und da wisst ihr ja Bescheid. Genau. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann nicht. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video und tschüss.